Ja, herzlich willkommen, Hubert Knoblauch, zu diesem Gespräch. Guten Tag, Frau Hardig. Der Film, den wir gerade gesehen haben, der schließt ja mit einem Plädoyer dafür, NATO-Erfahrungen weder zu bagatellisieren, noch sie wissenschaftlich vollständig erklären zu wollen. Ist das auch Ihre Haltung? Im ersten Aspekt sicherlich. Also ich halte die lange Tendenz in allen Wissenschaften immer noch, das als trivial abzutun, für desaströs auch für unsere Vorstellung von dem, wie Leute mit dem Tod umgehen. Bei der zweiten Frage, ob wir uns davon zurückhalten sollen, das wissenschaftlich zu erklären, ist die Frage, was heißt wissenschaftliche Erklärung? Ich würde davor warnen, zu glauben, dass man das einfach naturwissenschaftlich erklären kann, weil, wie im Film auch deutlich wird, es ja um ein geistiges, ich möchte nicht sagen zunächst spirituelles, aber ein geistiges Phänomen, ein Bewusstseinsphänomen handelt. Und unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist natürlich, was menschlich ist, zu erforschen. Insofern es menschlich ist, ist es auch Gegenstand der Wissenschaft. Deswegen würde ich nicht meinen, dass wir es nicht erforschen sollen. Ob wir das erklären können, dann ist eine andere Frage, die ich auch offen lassen würde und die sicherlich immer noch offen ist. Nun ist das Phänomen ja überhaupt nicht neu. Also in den 70er Jahren begann das mit den Untersuchungen des amerikanischen Arztes Raymond Moody, und Elisabeth Kübler-Ross hat darüber geschrieben, und das war so wirklich, es hat Furore gemacht. Und mir scheint, seither ist das ein Thema. Also jüngstes Beispiel, der Film von Clint Eastwood, der jetzt gerade in unseren Kinos läuft, worum geht es, um Nahtoderlebnis. Ja. Woran liegt dieses Interesse? Das Interesse, also von Kübler-Ross insbesondere angeregt, schon in den 60er Jahren, dieses Interesse steht ja nicht allein, das Interesse an der Todesnähe, sondern es steht in einem Verbund mit einer ganzen Reihe von Entwicklungen, zum Beispiel einer Entwicklung der Hospizbewegung, die zur selben Zeit beginnt, eine Bewegung zum bewussten Sterben zum Beispiel, die parallel beginnt, eine Bewegung in der Palliativmedizin und dergleichen. Also wir entdecken gleichsam seit den 60er Jahren den Tod, und die Todesnähe sollte meines Erachtens auch in diesem Verbund stehen. Nicht, dass die Todesnähe vorher nicht existiert hätte, aber das Interessante an der Todesnähe besteht ja darin, dass sie davor eigentlich ein verschwiegenes Thema war. Man dürfte eigentlich nicht drüber reden. Während seit den 70er Jahren beginnt es an die Öffentlichkeit zu gehen, öffentlich zu werden. Und diese Sendung steht da in einer Reihe von Sendungen, die das Ganze behandelt, im Fernsehen, im Internet natürlich, davor in Büchern und in der Zeitung, was man nicht vergessen sollte. Und das ist eigentlich das Besondere, was auch Soziologen, Sozialwissenschaften auf dieses Thema bringt, weil es einen veränderten Umgang der Gesellschaft mit dem Tod anzeigt. Das wollte ich gerade fragen, was interessiert denn einen Soziologen? Sie sind Professor für Soziologie. Was hat Sie auf das Thema gebracht? Sie beschäftigen sich auch schon seit vielen Jahren damit. Stand am Beginn da eine eigene Nahtoderfahrung? Nein, leider nicht. Oder zum Glück nicht, würde ich sagen. Also leider, weil eine gewisse Vertrautheit mit den Phänomenen sicherlich hilfreich ist, gerade für das, was wir machen, nämlich eine sogenannte verstehende Soziologie. Aber das steht nicht dran, sondern es war wirklich das Interesse an diesem neuartigen Phänomen, an der eigenartigen Popularität dieses neuartigen Phänomens. Und ich muss noch hinzufügen, dass wir damals, als wir das in den 90er Jahren begannen, nicht sicher waren, wie populär das ist. Es war populär in der Hinsicht, dass man begegnet ist. Aber gleichzeitig hatten wir bei den Umfragen zum Beispiel die große Befürchtung, dass die Leute diese Fragen nicht beantworten würden. Das war wirklich eine Angst, die wir hatten. Und zum Zweiten muss man... Warum sollten die das nicht beantworten? Ja, Moody zum Beispiel notiert unter seinen Merkmalen der Nahtoderfahrung in den 70er Jahren noch, dass die Menschen für das Erzählen dieser Erfahrung bestraft werden können, dass es ein Tabu darstellt, dass man Schwierigkeiten hat, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Also diese Öffentlichkeit der Nahtoderfahrung ist etwas Neues. In den alten Geschichten ist immer noch die Gefahr, tabuisiert zu werden. Und ich habe ja auch Interviews mit Leuten aus Ostdeutschland. Dort ist es tatsächlich pathologisiert worden. Also sie konnten in die Psychiatrie kommen deswegen. Dieser Umschwung passiert wirklich im Laufe der Jahrzehnte, der passiert langsam. Und das war, wie ich sagen wollte, auch in den 90er Jahren noch nicht so klar. Das ist mittlerweile auch mit der Selbstermächtigung durch das Internet, durch die Möglichkeiten der Leute selber ihre Stimme zu finden, natürlich noch deutlich stärker geworden. Aber gibt es denn jetzt mittlerweile, also seit den 70er Jahren bis heute, wesentlich neue Erkenntnisse? Das ist eine gute Frage. Ich würde meinen, dass es im Gegenteil immer noch eine Verengung, eine wissenschaftliche Verengung gibt.
dass gerade vieles an der Forschung der 70er, 80er Jahre, vieles im Umkreis der damaligen New Age-Bewegung geschrieben wurde, die durchaus die Anerkennung des Themas befördert hat, aber gleichzeitig auch auf bestimmte Aspekte sich beschränkt hat. Zum Beispiel Aspekte christlicher Nahtoderfahrung, die in den Vereinigten Staaten häufig untersucht wurde, gar nicht einging, viel zu sehr die Einheitlichkeit der Erfahrung betont hat, viel zu leicht geglaubt hat, dass es unbedingt der Tod ist, wenn dann Erklärungen gemacht wurden, dann sehr schnell auf Grundlagenerklärungen zurückgegriffen hat, zum Beispiel Hirnfunktion und dergleichen, anstatt das Phänomen näher anzuschauen. Also mit Phänomen meinen Sie das Erleben der Betroffenen? Das Erleben der Betroffenen und die Berichte der Betroffenen. Häufig und im Regelfall werden auch in der Medizin, noch in den wenigen Untersuchungen, die gemacht werden, die typischen Merkmale der Erfahrung abgefragt. Die 10, die bei Moody zu finden sind oder bei Grayson zu finden sind, der heutige Vertreter. Und wenn es was anderes gibt, dann wird das geflissentlich als etwas anderes dargestellt. Sie sehen das zum Beispiel auch hier in den Beispielen, wo dann festgestellt wird, die Erfahrungen sind immer gleich. Und im zweiten Teil des Filmes erfahren wir, es gibt auch ganz andere, es gibt höllische Erfahrungen, die aber bei dem gar nicht gleich, immer gleichen gar nicht genannt werden. Und das ist häufig in der Art von Forschung, in der meisten Forschung, dass das Phänomen gar nicht genau bestimmt wird. Es ist auch sehr schwierig, gebe ich zu, aber es wird mit zum Teil Widersprüchen hier gearbeitet, dass in medizinischer Forschung die Todesnäherfahrung auf die Out-of-Body-Erfahrung beschränkt wird. Das ist ein Teil, die tritt auch außerhalb auf und so weiter. Oder dass die vielen anderen Formen der Erfahrung, der Berichte gar nicht berücksichtigt werden. Das vor allen Dingen, was mir wichtig scheint, wenn man schon über den Menschen insgesamt was sagen will und nicht über den heutigen Schweizer oder Westeuropäer und so weiter, dass man genau anschaut, wie sehen die eigentlich historisch und im Kulturvergleich aus. Und dann stößt man auf eine Varianz, die einen überlegen lässt, ob man wirklich Licht, Tunnel und so weiter als Universalien vorschnell akzeptieren kann, nur weil sie heute Inhalte der Erfahrung sind. Ich möchte gerade da anknüpfen, weil Sie das jetzt erwähnt haben mit der Out-of-Body-Experience, also diese außerkörperlichen Erfahrungen. Davon handelt ja die Studie, die im Film vorgestellt wurde, die jetzt läuft, diese Studie von Sam Parnia. Und wenn wir es rekapitulieren, das Ziel ist also da herauszufinden, ob es wirklich sowas gibt, was die Leute oft beschreiben, dass sie aus ihrem Körper gehen und dann von oben quasi nach unten schauen können. Und es gibt ja auch so Berichte, wo Leute dann sagen, ja, ich habe das und das gesehen. Und die versuchen das jetzt mit so zufällig generierten Bildern, die sie irgendwo in der Höhe befestigen, herauszufinden, ob die Leute das wirklich sehen. Was halten Sie von diesem Versuchsaufbau oder überhaupt von der Studie? Es ist ja nicht die erste dieser Art. Das ist ja schon ein paar Mal in ähnlicher Weise versucht worden. Man sollte unterscheiden bei dieser Erfahrung zunächst mal, wenn man fragt, ob es wirklich ist, zwischen der subjektiven Erfahrung. Natürlich berichten die Leute darüber, sie sehen sich außerhalb, sie möglicherweise auch schon, und die haben das wirklich erlebt. Das ist auch wirklich, ja. Wenn man von Wirklichkeit spricht, sollte man gleichzeitig bedenken, dass die Ärzte, die Pfleger und so weiter im Raum die Leute nicht sehen, wie sie nach oben fliegen, nach oben sind. Also das ist eine andere Wirklichkeit. Deswegen sollte man vorsichtig sein, wenn man von Wirklichkeit spricht. Und die dritte Wirklichkeit ist, was wir mit technischen Geräten messen können. Das ist auch eine Wirklichkeit. Nicht unbedingt identisch mit dem, was empirische Wirklichkeit ist, weil die technischen Geräte zum Teil eigenes erzeugen, in der Physik zum Beispiel. Also das würde ich zunächst mal unterscheiden. Diese Außerkörperlichkeitserfahrung, also machen die Leute wirklich, so wie wir Erfahrung alle wirklich machen. Unsere Welt besteht aus Erfahrungen, die wir machen. Das ist auch Gegenstand der Wissenschaft, die alle Erfahrungswissenschaften sind. Insofern haben wir ein gemeinsames Thema. Die Frage ist, ob das, was Sie von oben sehen, intersubjektiv verifizierbar ist. Ja? Und das ist der Versuch. Sie können es nochmal versuchen. Wir haben auch in unserem Buch einige Versuche beschrieben, die meistens schwer nachvollziehbar sind. Das sind meistens in der experimentellen Tradition von Ryan der Versuch, also paranormale Erfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen in dem Fall nachzuweisen. In der Ryan'schen Tradition solche Experimente, das wird seit 60 Jahren gemacht. Die Freiburger machen das heute immer noch mit sehr kontrollierten Experimenten. Es ist bisher überhaupt noch nicht sehr viel rausgekommen, muss man leider sagen, aus diesen Art von experimentellen Anlagen. Und so 5., 6., 7. sind, ist bisher immer noch nicht so klar bewiesen und dergleichen.
Ich bin offen für alles. Ich würde mich wundern, wenn wir plötzlich sensationelle Erkenntnisse aus diesem Projekt hätten. Obwohl ich übrigens die Durchführung, es ist reizvoll, man kann es mal versuchen, wenn man Geld aus Stellen hat, die das auch finanzieren wollen. Und dass wir das nicht zahlen müssen, finde ich das durchaus passabel. Aber im Prinzip geht es ja nicht in erster Linie um die Frage der außenkörperlichen Erfahrungen. Ich glaube, das ist ja unbestritten, dass es sowas gibt. Aber die Frage ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es sowas wie außersinnliche Wahrnehmung? Also ist es möglich, Leute, die nicht bei Bewusstsein sind, also die eben klinisch tot, bewusstlos, dass die trotzdem eine Form von Wahrnehmung haben, sei das jetzt sehen oder hören oder fühlen? Und wenn sich das bestätigen würde, das wäre ja schon eine Sensation irgendwo. Ja, ja, wenn Sie das bestätigen würden. Aber Sie sprechen von klinisch tot. Nun ist die Frage, wann ist der Mensch tot? Seit wir die Gehirntoddefinition haben, haben wir einen großen Interpretationsraum, wo wir tot sein können. Die meisten Untersuchungen bei der Todesnähe gehen um den Herzstillstand und versuchen, die Erfahrung zu machen mit dem Herzstillstand. Es gibt ganz wenige, die auch versuchen, Hirntodkriterien anzulegen. Für beide gilt das Hauptproblem, dass die Subjektiverfahrung und die Zeit der subjektiven Erfahrung nicht korreliert mit was oder nicht korrelierbar gemacht werden kann mit etwas, was außen geschieht. Das heißt, wenn die Leute aufwachen, weiß man nicht, wann die Erfahrung war. Die Annahme, dass unsere Erfahrungen gewissermaßen von unseren Gehirnwellen getragen werden, ist eine sehr naive Erfahrung, die auch in der Neurologie zum Glück nicht mehr gehalten wird. Es geht im Körper was vor, aber es gibt nicht die Entsprechung wie zwischen Buchstabe und Bedeutung, dass es Zeichenträger wäre. Also weiß man nicht, wann die Erfahrung gemacht wird. Man kann es auch nicht sagen. Man kann sagen, irgendwo in diesem Zeitraum. Bei den Erfahrungen, bei Out-of-Body-Erfahrungen ist es reizvolle, das kann man relativ eng bestimmen, wenn man die induzieren kann. Also Temporallappenepilepsie zum Beispiel. Künstlich auslösen. Man kann sie sogar mit dem eigenen Bewusstsein versuchen auszulösen. Das ist ja auch in verschiedenen religiösen Traditionen. Schamanismus wurde erwähnt, zum Beispiel gemacht worden. Und dort findet man dann, dass dieser Zeitpunkt natürlich halbwegs eingegrenzt ist. Aber Sie wissen, dass bei Träumen Ihr Traum keine Sekunde dauern und Sie gehen durch das ganze Universum in einer Sekunde. Also wissen wir nicht und können wir nicht wissen, was wir da machen. Man könnte versuchen, dann diejenigen, die tot waren, wenn es wirklich so schnell ging, wirklich sehr genau zu interviewen. Man müsste sehr genaue Interviews führen. Im Regelfall werden aber standardisierte Interviews angewendet. Im Prinzip die Ressource dieser Erfahrenen, die dann später in den großen Büchern, die viele schreiben, erst deutlich werden, wird gar nicht genutzt in den meisten Untersuchungen. Das halte ich für ein Versäumnis, ein großes Versäumnis. Wie auch immer, also die Korrelation zwischen dem klinischen Tod und diesen Erfahrungen ist schon zeitlich ungenau. Zudem muss man auch erwähnen, dass nicht alle, die klinisch tot sind, Herzstillstand oder auch ein Hirntod waren und zurückkehren, auch das gibt es ja, dass die eine Todesnäheerfahrung haben und andersherum, dass die Todesnäheerfahrung immer mit dem klinischen Tod zusammenhängt. Nur wenige Prozent der klinisch Toten, also im Herzstillstand, im einfachen Fall, hat wirklich eine Nahtoderfahrung gemacht und viele, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, waren nicht klinisch tot. Und das ist der erste Mythos eigentlich, dass die Nahtoderfahrung nicht unbedingt mit dem biologischen Tod zu tun haben muss. Aber heißt das dann auch, dass Nahtoderfahrung gar nichts über den Tod aussagt? Naja, sie sagt vermutlich, also natürlich über den Tod aus, weil die Leute, die diese Erfahrung haben, auch den Eindruck haben, sie waren tot. Aber sie sagt dann, wenn also auch die, die es während einer Meditation oder bei Drogenkonsum oder so, haben auch die dann das Gefühl, sie seien in dem Moment tot? Ich weiß nicht, was Sie mit dem Drogengefühl, welche Erfahrungen Sie da haben, sind ähnlich, aber nicht die Erfahrung, tot gewesen zu sein. Das Besondere an der Nahtoderfahrung besteht darin, tatsächlich in einer Gewissheit, dass man tot war. Diese Gewissheit, das kommt auch in den Interviews zum Ausdruck, die Leute haben eine subjektive Gewissheit und diese subjektive Gewissheit ist häufig auch mit einer gewissen Emotion verbunden, einer fast mystischen Emotion, die wir auch gehört haben, die mit einem Gefühl der Ruhe und dergleichen zustande kommt, übrigens auch das Gegenteil umfassen kann, als eine höllische Erfahrung sein kann. Aber diese Art von subjektiver Evidenz liegt vor. Und sie ist sehr eindrücklich und sie hat eine ähnliche Form bei vielen, sodass
wir sagen können, es hat mit dem Tod zu tun. Mhm. Aber natürlich müssen wir hinzufügen, es hat mit dem Tod zu tun, wie ihn die Leute erfahren. Und diesen Zusatz darf man nicht vergessen. Es hängt also mit der Erfahrung, auch mit unserer Erfahrungswelt zusammen, die eingebettet ist in eine andere Welt, in eine Kulturwelt, in der wir stehen. Und da kommt auch die Sozialwissenschaft herein, die unser Gegenstand ist. Wenn wir nämlich vergleichen, finden wir, dass die Menschen sehr stark das erfahren, was in ihrer Kultur vorgeprägt ist. Mhm. Ja? Sie wollten das sicher noch fragen, aber wir können zum Beispiel auch sagen, dass in manchen Kulturen, in unseren zum Beispiel, wir nach oben gehen, wenn wir sterben, nicht wie im alten China nach unten in die Erde hinein. Es gibt richtig unterschiedliche kulturelle Modelle zum Beispiel, wie das geschieht. Und diese kulturellen Modelle sind am Werke, wenn wir erfahren, auch wenn wir im Alltag erfahren, auch wenn wir träumen. Solche Modelle sind dabei, wenn wir erfahren. Das soll nicht bedeuten, dass diese Erfahrungen sich erschöpfen darin, in kulturellen Modellen. Es soll aber bedeuten, dass diese kulturellen Modelle, unser Wissen, das wir aus unserer Kultur haben, diese Erfahrung massiv beeinflussen, und zwar bis in die Inhalte hinein. Also das heißt, wie ich mir den Tod oder das Sterben oder was danach kommt vorstelle, wie, oder was für Vorstellungen es gibt in der Kultur, in der ich lebe, das erlebe ich dann auch in einer Nahtoderfahrung. Ich denke, also das ist unsere Vermutung, das muss ich leider auch bemerken, auch bei den Erfahrungen, also wenn wir den Wandel anschauen, die Erfahrung zum Beispiel, in größeren Zeiträumen, dann fällt ja auf, dass die Erfahrung heute, schon im 19. Jahrhundert, als der Schweizer Heim zum Beispiel die ersten wichtigen Berichte von Abstürzen von Bergsteigern gemacht hatte, dass diese Erfahrung allesamt sehr individualistische Erfahrungen sind. Das heißt, man geht leiblich, gleichsam mit seinem Leib hinaus, und man trifft auf das, was wir in der Soziologie signifikante andere nennen. Ja? Meine verstorbene Mutter, meine Familie. Der Bauer Gottschalk aus Schleswig-Holstein im 13. Jahrhundert geht hinaus und er trifft das gesamte Dorf. Er trifft sogar Karl den Großen und so weiter. Ja? Sie merken, das ist schon ein Unterschied, dass Menschen, die in große Kollektive eingebettet sind, die eine sehr starke kollektivorientierte Identität haben, auch andere Erfahrungen haben. Die Reichenauer Mönche im 8. 9. Jahrhundert, sie treffen ihre Mönchskollegen im Jenseits. Und zwar nicht Einzelne, sondern ihre Kloster sozusagen, ihre anderen Mönchskollegen und dergleichen. Wo sie sehen, dass schon dieser Prozess zum Beispiel der Individualisierung sich gleichsam einschleicht in diese Erfahrung. Ja, auch wenn ich das hinzufügen darf, übrigens noch das Besondere, auch dass die Symbole allgemeiner werden, dass man also nicht zum Beispiel einem weißen, bärtigen Mann begegnet, sondern einem abstrakten Lichtwesen oder sogar nur einem Licht. Diese Tendenz zum Abstrakten hat durchaus auch mit einer gewissen Distanz zu den Inhalten der christlich-kirchlich verfassten Religion zu tun. Und das hat auch mit den Arten dieser Erfahrung zu tun, die übrigens anders ausfallen als in den Vereinigten Staaten, wo das Christentum sehr viel prägender noch ist für die Todesnäherfahrung. Aber würde das nicht dafür sprechen, dass eben was erlebt wird, Halluzinationen sind, also Dinge, die aus mir selbst herauskommen, Dinge eben, was ich schon kenne, und das kann ich dann in so einer Extremerfahrung vielleicht reaktivieren? Das finde ich sehr verschwörungstheoretisch, weil im Prinzip unsere ganze Welt dann eine Art Halluzination ist. Auch, dass wir hier sind, dass das Fernsehen wichtig ist, worüber wir reden, ist im Prinzip ein geistiger Inhalt, der nicht einfach in naturwissenschaftlich beschreibbaren Vorgängen aufgeht. Wenn Sie das auch als Halluzination bezeichnen wollen, auch das, was Sie jetzt hier machen, dann könnten wir das so nennen. Ich würde das eher Sinn nennen, mit dem wir umgehen, aus dem unsere Kultur besteht. Mhm. Und das, was uns ja auch auszeichnet. Der Tod gehört zu diesen Sinngebilden, mit denen wir zu tun haben. Mhm. Die Frage der Wissenschaft ist nicht, ob es ein Jenseits gibt, wenn Sie Nahtoderfahrungen untersuchen, im Gegensatz wahrscheinlich zu jetzt vielen Leuten einfach sonst, die denken, anhand dieser Erfahrung können wir etwas darüber herausfinden, ob es ein Jenseits gibt oder nicht. Aber das ist nicht die Frage, die die Wissenschaft interessiert. Ja, unterschiedliche Wissenschaften stellen unterschiedliche Fragen, aber je nachdem, wie sie Jenseits definieren. Wenn das Jenseits so definiert ist, dass unsere diesseitigen Möglichkeiten des menschlichen Lebens nicht mehr zutreffen, unsere Erfahrungen zum Beispiel vollständig anders sind oder gar keine mehr sind, dann ist es unsinnig,
Fra zu sagen, wir wollen das wissenschaftlich erforschen, weil auch die Kriterien der Wissenschaftlichkeit nicht zutreffen. Wenn man zudem noch weiß, wie Sie als Theologin ja wissen, dass die Vorstellung, die Zweiteilung diesseits und jenseits selber ja nur ein kulturelles Modell ist, das viele andere mit flüssigen Übergängen und dergleichen beinhaltet, wozu übrigens die Todesnähe durchaus gehört, dann muss man auch überlegen, ob tatsächlich nur die Überprüfung von Jenseits das Kriterium wäre. Das Besondere dieses Jenseits besteht ja darin, dass wir gar nicht sozusagen ganz anders werden, sondern zum Beispiel, wie in allen Berichten deutlich wird, unsere Identität, ja sogar unsere synästhetischen Wahrnehmungen, Fühlen, Spüren und dergleichen beibehalten. Mhm. Das ist ja ähnlich wie bei Reinkarnationsvorstellungen eine Kontinuierung, eine Fortsetzung unserer Identität mit anderen Mitteln und nicht etwas ganz anderes. Ja. Das ist eigentlich das Besondere, das hier zum Ausdruck kommt. Deswegen sehe ich noch nicht mal genau, dass hier diese Zweiteilung, die wir im Christentum zum Beispiel mit der Auferstehung, die dann leiblich heißt, aber es soll ja ein ganz anderer Leib sein, ja, es soll auch in einer ganz anderen Form von Welt sein, dass das identisch wäre, sondern das sind auch eigene Vorstellungen, die hier zum Ausdruck kommen. Ob wir, nur um auf die Frage zu kommen, das Jenseits beweisen können oder irgendwas für das Jenseits, ich glaube, wir sollten froh sein, wenn wir mit Diesseits einige Erklärung hinkriegen. Das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe. Haben denn die meisten Nahtoderfahrungen eine religiöse Konnotation? Naja, das ist eine interessante Frage. Eine religiöse Konnotation würde ich sagen, ja, weil Sie da nicht sagen, sind Sie Religion. Interessanterweise sind die, gerade im christlichen Raum, die Nahtoderfahrung traditionell christlich, was gerne vergessen wird. Wir hatten seit Gregor dem Großen eine große Tradition der Nahtoderfahrung und Berichte, die durchgeht. Erst im 19. Jahrhundert löst sich das allmählich vom Christentum ab und heute nun stellt sich heraus, dass die meisten, auch bei unserer Umfrage damals, die meisten, die eine solche Erfahrung machen, sie nicht mit der Religion in Verbindung bringen, sie auch nicht mit dem Christentum in Verbindung bringen. Auf die Frage, hat es mit Religion zu tun, folgt häufig bei meinen Interviews damals Entsetzen. Nein, das ist doch nicht, hat doch nichts mit Religion zu tun. Deswegen habe ich damals schon vorgeschlagen, also damals heißt in den 90er Jahren, als wir die Untersuchung durchgeführt haben, den Begriff des Spirituellen dafür zu nutzen, weil die Leute selber das nicht in den Kanon einer der bei uns gängigen großen Weltreligionen verorten, auch nicht in der Orthodoxie zum Beispiel, auch nicht unbedingt im Islam, im Christentum sicherlich nicht, sondern sich gleichsam außerhalb bewegen, aber es hat natürlich religiöse Züge. Bei Ihrer Studie ist sehr spannend, weil es waren Befragungen von Ost- und Westdeutschen. Ja. Und gab es denn da Unterschiede, dass die Westdeutschen vielleicht noch eher das irgendwie mit Religion in Verbindung gebracht haben, als jetzt Ostdeutsche, die in einer atheistischen Gesellschaft aufgewachsen sind? Es gab Unterschiede, aber nicht diese Art. Auch die Westdeutschen haben das typischerweise, also 80%, über 80% hatten gesagt, das hat nichts mit der christlichen Religion zu tun. Mhm. Der Unterschied war reizvollerweise gar nicht so stark, ob es mit Religion zu tun hat, sondern in den Inhalten der Erfahrung, das Eigenartige. Also Sie finden diese sehr starken Transzendenzerfahrungen, wirklich die andere Welt, das Paradies und dergleichen kommt, das finden Sie in Westdeutschland ausgeprägt. Sie finden es einen sehr starken Transzendenzbezug. In Ostdeutschland finden Sie eine Variante, von dem man könnte sagen, traumatische Erfahrung. Ich würde nicht sagen höllisch, weil das Motiv... Glaube ich 60% oder sowas. Ja, also erstaunlich ausgeprägt, Wahnsinn. Sehr viel anders. Was mit der anderen Konnotation dieser Erfahrung übrigens zu tun hat. Es gab gleich viel Erfahrung übrigens in Ostdeutschland, höchst reizvoll, aber andere Erfahrungen. Und die waren viel häufiger, entschieden häufiger negativ. Mhm. Obwohl dann in dieser negativen Darstellung, wir hatten damals ja schriftliche Interviews, sie hatten ein paar Nachbefragungen gemacht, auch da fehlt weitergehende Forschung und eigentlich Geld, hatten wir herausgefunden, dass diese negativen Erfahrungen sich inhaltlich unglaublich stark von den höllischen Erfahrungen unterscheiden, die wir aus den Vereinigten Staaten können, die tatsächlich mit den Motiven der Hölle, wie wir sie aus der Malerei kennen, arbeiten, während sie diese Motive in den ostdeutschen Erfahrungen nicht auftreten. Aber mir ist jetzt noch nicht klar, woran liegt, dass das mehr als doppelt so viele ostdeutsche negative, traumatische
Nahtoderlebnis haben. Ja, natürlich. Also das war ja einer der Gründe, weswegen wir den Vergleich vorgenommen haben. Wenn sich Ostdeutschland und Westdeutschland durch etwas unterscheiden, dann durch die kulturelle Bedeutung der Religion. Westdeutschland ist ungefähr zu 70% christlich, kann man sagen, 30% sind atheistisch. In Ostdeutschland ist es andersherum. Über 70%, etwa nur 25% sind christlich, sind dort christlich. Also haben sie eine kaum vorhandene, kaum mehr existierende christliche Sozialisation. Es gibt, oder religiöse, es gibt kaum mehr religiöses Wissen. Das können Sie auch empirisch bestätigen. Im Unterschied zu Westdeutschland, wo selbst die Gegner der Religion meistens noch religiös sozialisiert sind und wissen, wogegen sie sich wenden. Und dieser Unterschied scheint mir, das ist ja der kulturelle Unterschied, das ist nicht ein Unterschied der Gesellschaft, sondern der Kultur und der Rolle der Kultur, des Wissens über Religion, der scheint jedenfalls eine der naheliegenden Ursachen dafür zu sein, dass wir diese deutlichen Unterschiede haben, die sich übrigens verringern natürlich im Laufe der Zeit. In dem Maße, wie Deutschland zusammenwächst, ähnelt sich das mehr. Das gilt für die Leute, die mit einer sozialistischen, materialistischen Sozialisation groß geworden sind. Was sehr eindrücklich ist, das ist auch im Film gut herausgekommen, dass die Leute wahnsinnig beeindruckt sind, so eine Erfahrung, das auch auf ihr Leben oft dann Auswirkungen hat. Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht? Das habe ich auch gemacht. Deswegen habe ich eigentlich dieses Projekt auch sehr gern gemacht, weil es eine große Freude war, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und es war auch eine gute Feststellung, dass es eine große Freude des Interviews waren. Sozusagen positiver Stimmung jeweils gemacht. Und man sieht auch, dass es Einfluss hat auf die Lebensführung. Dass eine Art von spiritueller Erfüllung, würde ich sagen, für die Leute darstellt, die auch die anderen Bereiche des Lebens überbrückt, denen hilft auch zu leben. Das ist ja das, was Spiritualität heute ausmacht. Es hängt auch mit der emotionalen Komponente zusammen, denke ich, die in dieser Erfahrung drinsteckt, die eben nicht nur sozusagen Motiv hat, etwas Bestimmtes ist, sondern eine Art von Gefühl, wie es auch durchaus in der Mystik beschrieben wird, liefert. Und manche Erfahrungen übrigens, manche Nahtoderfahrungen bestehen nur aus diesem mystischen gegenstandslosen Erleben. Das gehört zur Bandbreite der Naturerfahrung. Hat sich im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema für Sie Ihr Verhältnis zum Tod irgendwie geändert? Mein Verhältnis zum Tod hat sich durch den Tod vieler Menschen sehr deutlich geändert. Es hat mir deutlich gemacht, dass wir uns mit dem Tod beschäftigen müssen. Dass der Tod ein Thema ist, den wir auch in der Wissenschaft aufgreifen müssen. Also ich habe andere Projekte zum Tod, die auch zum Teil sich sehr radikal auch mit toten Körpern beschäftigen. Wir haben ein laufendes Projekt dazu. Und ich sehe durchaus meine Aufgabe auch darin, dass wir dieses Thema, das die Menschen beschäftigt, auch in der Wissenschaft behandeln. Insofern hat es mich natürlich beeinflusst. Alles andere, da kommen Lebenserfahrungen dergleichen zusammen. Es ist nicht so, dass ich selber eine Nahtoderfahrung bisher gemacht habe, wie schon erwähnt. Aber ich halte das Thema, wie die Menschen auch, für höchst bedeutsam. Und ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie darüber Sendungen machen. Nicht nur Sendungen machen, die die Klischees quasi reproduzieren, sondern die es auch ermöglichen, einen Diskurs über den Tod zu führen. Das halte ich für ganz wesentlich. Dann hoffe ich, dass uns das in dieser halben Stunde gelungen ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch, Frau Madiger. Thank you.